Was hattet ihr von Schmalzirion Brabbelbacker? Jetzt sind so dies schon wieder. Nun, ein besonders beliebter Theater. Ein Autor möchte ich nicht sagen. Er ist zwar auch Schriftsteller, aber vor allem Darsteller. Er hat mich immer noch nicht verstanden. Wir wollen kein Theaterstück aufführen. Wir wollen. Feuerspucker? Nein, wir dachten eher an Tänzer, Musiker, Nun, den wenn ihr Hintergrund einen. kolorieren. Nun. Kabasflöte. Ich habe verstanden. Wir können Ja. natürlich auch ein Winsalter Kammerorchester besorgen. Die würden dann allerdings nicht vom Schiff spielen, sondern wahrscheinlich eher vom Hafen. Und von Feuerspuckern würde ich in diesem Fall eher absehen, aber vielleicht einen Illusionisten. Bunte Lichter über dem Wasser, etwas in der Art. Dieser Theatralo vermag er auch, nun ja, ich vermute, er vermag auch, nun ja, Bilder mit Musik zu vermischen. Er ist der große Theatralo. Nun, denkt ihr, er ist verfügbar? Selbstverständlich. Theatralo ist immer verfügbar. Dann sollten wir ihn vielleicht engagieren für diese kleine Feier und ihm genaueste Instruktionen geben. Ja, ich denke, das klingt nach einer guten Idee. Habt ihr irgendwelche Vorschläge für die Häppchen? Verschiedenste Dinge, ja, selbstverständlich. Wir werden eine große Auswahl dabei haben. Vielleicht Hai oder so etwas. Gerade wenn es auf Schiff Ja. ist. Ja, das erscheint mir passend und ich denke, wir überlassen das dann eurer kundigen Hand. Haben wir noch etwas vergessen, Amelmir? Nun ja, Musik, Tänzer, Häppchen und die richtigen Getränke. Und hier nicht. Vielleicht, nun ja, wir bräuchten natürlich auch Personal, die diese Häppchen auszugeben. Und Das werden wir selbstverständlich stellen. eine Entrée vielleicht, und damit nicht jeder auf das Schiff kann, nur die mit den Einladungen versteht. Selbstverständlich. Ein Parkservice, ihr habt. Wie reist ihr hier mit Kutschen? Sänfte. Sklaven, die Sänften tragen. Dann vielleicht eine Parkservice für die, nun ja, Sänften? Werden wir anbieten. Ja, also jemand sollte auf jeden Fall abklären, dass das in Ordnung ist, wenn die Sänften am Kai stehen. Ah, nicht, dass uns die Stadtwache einen Besuch abstattet. Wir wissen, worauf wir achten müssen. Das nötige Natürlich. Kleingeld. Natürlich. Nun, wir rechnen mit etwa 2 bis 3 Dutzend Personen. Vielleicht könnt ihr uns einen Kostenvoranschlag vielleicht avisieren auf unser Schiff. Selbstverständlich. Und ihr hattet vorgeschlagen, uns einen Überblick zu verschaffen über Personen, die möglicherweise kommen würden. Darüber würden wir uns sehr freuen. Natürlich treffen wir auch selbst eine Auswahl, aber ja, wir wollen ja niemand Wichtiges vergessen. Nun, selbstverständlich. Und ich denke, das Briefpapier und die Umschläge würden wir dann wohl auch über euch beziehen. Schreiben werden wir sie lieber selber, aber mir. Ich denke auch. Das ist persönlicher. So, wir haben in dem Meisterschirm zum Lebensstil tatsächlich Preise für so etwas, Feste und Feierlichkeiten, vom zwanglosen Beisammensein bis zu einem formellen Empfang. Prachtvoll für den Hochadel, 6 Dukaten und mehr pro Gast pro Tag. Mit arabischen Austernsuppen, bornländischem Kartoffelauflauf, Koschamazungen in Bosporania-Soße, Purpur-Ameisenpastetchen, gespeisten tropischen Früchten in Sahne oder ähnliches, fließender Bosporania, Valpolicella, eben Tabak sind für Kenner auch echter Mohaka und vielleicht ein Ilmenblatt. Aufsehenerregende Unterhaltungseinlagen wie Tanzdarbietungen, Bühnenzauberei oder gar Feuerwerk versuchen die Gäste zu zerstreuen. 6 Dukaten pro Gast. Der Mann, der die Bücher führt, fragt an dieser Stelle mal, was ist denn das nächst Billigere? Üppig, Oberschicht, 2 Dukaten pro Gast. Die Speisefolge von Suppe, Fleisch und Fischgeräten ist sorgsam ausgeklüngelt. Neben gutem Weinen wird auch Likör gereicht, vielleicht sogar ein Glas echten Bosporania oder eine Tasse Kakao. Dazu eine Auswahl erlesenen Rauchwerks. Neben Musiki sorgen einige Gaukler sowie ein Barde oder eine Tänzerin für Unterhaltung. Also Also wir wollen auch. eine Tänzerin und ein Barde. Ja, Also 6 Dukaten. wir wollen auf jeden Fall noch Zithabar, wenn wir schon eine Kabassflöte haben.
Aber ich glaube, der Kompromiss hier ist, diese Preise sind ja für, naja, einen Tag und ein richtiges Gelage. Und wir wollen ja mehr so einen Umtrunk machen. Also vielleicht können wir die höchste Kategorie haben, aber halt, naja, kein Festmahl, sondern Kleinigkeiten. Nee. 6 Dukaten pro Gast, wenn ihr prachtvoll wollt. Sonst müsst ihr... 6 Dukaten angemessen für... Ja, ich finde das auch auf jeden Personen. Fall. Ich musste fragen. Ich wusste nicht, ob da noch eine Abstufung zwischen gerade gibt. 340 Goldstücke für euer Gift ausgeben. Also ich kann euch auch noch... Also Zulamin ist hochgradig egal. Aber ich kann euch auch noch Elend anbieten für Vagabunden. Ein Heller pro Gast. Für jeden Gast ist ein Maß Dünnbier. Vielleicht ein Schluck Schnaps da. Man sitzt beisammen, schlürft bedächtig sein Bier und redet von besseren Zeiten. Was Zulamin euch nicht sagt, ist, dass sie ein Fest der Freude ausruft und wir das deswegen durchaus tun könnten, aber hey, das wäre der Göttin unwürdig. Wir machen einfach hinter den Granden deswegen die Tür zu und schmeißen eine Pulle Schnaps rein. Prügelt euch. Nee, einfach wird ein Messer reingeschmissen, keine Pulle Schnaps. Okay, für wie viel Gäste planen wir denn? Oder plant ihr denn? 3 Dutzend, habe ich erstmal gar nicht gedacht. 3 Dutzend sind 36. Mal 6 sind etwa 200 Grad nur grob. Das klingt in etwa richtig. Ja. 216, aber geht egal. Gut. Wie gut, dass es dafür Regeln gibt und ich das so schnell gefunden habe, weil ich wusste, wo ich suchen muss. Okay. Ist ja nicht das erste Fest hier. Wenn die Helden wieder zurückkommen an Bord ihres Schiffes, dann könnt ihr sehen, wie davor eine tiefer gelegte Kutsche gerade halten macht und eine große Kiste mit Orangen und Orangen abgeliefert wird, die groß bedruckt ist mit Horonexporte. Oh, wartet, das ist für mich. Bringt das in mein Zimmer. Kommt. Ja, Sklaven nehmen dann die Kiste, gehen dann an Bord und stellen das dann bei dir. Die Kiste, es gibt natürlich noch einen abfälligen Kommentar von Gornech, aber die Sklaven verziehen sich dann wieder und steigen auf die tiefer gelegte Kutsche und fahren wieder in Richtung des Palastes von Huron. Gornech, passt auf, dass niemand an diese Truhe herangeht. Das sind meine ganz privaten Orangen. Darf ich eine essen? Nein, du kriegst später welche. Ich bringe dir sehr gute Orangen aus der Stadt mit. Ich habe gelernt, man muss vorher die Schale abmachen. Mhm. Richtig. Wenn Abel mir an diese Kiste möchte, oder Jalan, dann ist das in Ordnung. Oder Zulamin. Aber ansonsten lass erstmal niemanden an die Kiste. Was ist mit dem König? Wenn der König möchte, darf der König natürlich. Du könntest bald keinen mehr haben, wenn das so weitergeht. Stimmt. Ja, weil... Rafim ist der König und der ist nicht da. Ja, also muss okay, ich aber du glaubst erst, dass Rafim nicht einfach gleich denkt, oh geil, eine Orange? Der ist ja aber nie in meiner Kajüte. Naja, die Orangen sind ja nicht vergiftet. Darunter sind ja dann doppelter Boden, sind dann der Mengbela und... Und genau. Du glaubst, Rafim kann das auseinanderhalten? Hey. Ich beiß mal in diesen Glasdolch rein. Also wenn jemand Gifte kennt oder Horonexporte, dann Rafim. Steht auch auf der Kiste drauf. Köstlicher Schnaps. Ist auch wie keine gute Tarnung, oder? Wenn da Horonexporte draufsteht. Ich hab nichts verstanden. Ich meinte, oh, ein Glasdolch. Ich benutze ihn, um meine Orange zu schneiden. Ach so, okay, gut. Welcher geistig Gestörte schneidet denn Orangen? Mit einem Glasdolch. Wir sitzen alle erstmal wieder beisammen mittags. Genau. Dann schreiben wir den 17. Travier 1031 nach Bosporans Fall. Irgendwie Mitte des Tages über euch prasselt der strömende Regen auf das Schiffsdeck und ihr darunter in der Kapitänskajüte habt euch gerade noch rechtzeitig von euren Besorgungen des frühen Vormittages in die Kajüte gerettet. Vielleicht der ein oder andere gerade mit einer Orange in der Hand, der sich vom Baum gepflückt hat oder aus der Kiste genommen hat. Und so könnt ihr besprechen. Ich weiß nicht, ob es beruhigender oder beunruhigender ist, dass dieser Regen so regelmäßig eintritt. Egal, wie laufen die Vorbereitungen? Wir haben soweit alles unter Dach und Fach gebracht. Meine Feier wird eingerichtet für etwa 3 Dutzend Personen. Wir hatten jetzt kurzfristig beschlossen, dass die Feier vor dem Kampf stattfindet. Und nun ja. Wir müssen uns um fast nichts kümmern. Gut. Wir haben
der Grund dafür war, dass man uns gesagt hat, dass sich die wichtigen Granden sicher nicht auf unser Schiff bequemen würden und dass wir wohl eher die jüngere Generation ansprechen. Deswegen denke ich, können wir diese Gelegenheit nutzen, um ein wenig Informationen zu sammeln und dann hoffentlich später mit den wichtigen Leuten ins Gespräch zu kommen. Außerdem können uns die Jüngeren natürlich immer als Kommunikationskanal dienen, um zu den Älteren vorgelassen zu werden. Abelmir, kann es sein, dass du diese Feier besonders sehr ins Augenmerk geschlossen hast, weil du damals nicht zum Debütantinnenball von Comto da Phyrexio eingeladen worden bist? Nein, das ist ein alte Kamelen. Das sagt man schön immer, Horasreich. Das ist lange vorbei. Es hat dich damals hart getroffen. Nun ja, ist es aber damals. Man wächst an mit der Zeit. Das solltet ihr euch vielleicht hinter die ungewaschenen Ohren schreiben. Bin sehr sauber und reinlich. Wenn ihr das sagt. Und wie war es damals, als ihr die schöne Komtessa Di Raja um eine Verabredung gebeten habt? Seid ihr daran auch gewachsen? Woher wisst ihr das? Voltax, welche Relevanz hat das gerade? Naja, es geht um den Ball. Triez den armen Mann nicht so. Ich frage nochmal, woher wisst ihr die Namen und die Umstände? Aus Erzählungen? Ich habe euch nichts davon erzählt. Vielleicht hat er mit diesem Schack aus Küßlik gesprochen. Das ist doch auch Eurasier. Vielleicht kannte er euch. Belhanka, Abelmir. Da mit ihm haben wir leider tatsächlich gesprochen. Ach, echt? Ein seltsamer Kerl. Ein Betrüger, wie er im Buche steht. Er gehört an den nächsten Galgen. Ja, er wollte uns so eine seltsame Maschine mit Kurbel andrehen. Das ist doch genau eures, Abelmir. Diese Maschine produziert falsche Wechselscheine. Ich möchte nicht mit so einem Kerl in Verbindung gebracht werden. Dies könnte aber interessant sein. Sagt, macht sie nur Wechselscheine? Nun, die macht wahrscheinlich viele Sachen, aber ihr solltet davon wirklich nicht Finger lassen. Er hat so ein Zettelchen hineingeschoben, wie ihr auch habt, einen Wechsel, ja? Und danach stand eine andere Zahl darauf, mit mehr Nullen? Es klingt nach Hexerei. Es klingt nach Wechselbetrug. Ich glaube auch, dass uns das in ernste Schwierigkeiten bringen könnte. Aber auf die eine oder andere Weise. Wie gesagt, es klingt nach Hexerei. Lassen wir da die Finger von. Nun gut, die Feier wird also vorbereitet, dieses Gut. Wir haben das Gift besorgt. Runwer, sehr geschäftstüchtig. Wir haben einfach mal von jeder Sorte eins beschaffen und ich werde es gleich mit an die Akademie nehmen, um das Kanazitianer vorzulegen. Wird uns hoffentlich sagen können, welches das korrekte ist. Und dann müssen wir nur noch einen unauffälligen Blick in Horons Bücher werfen. Das Gift befindet sich in meiner Kajüte unter einer Kiste Orangen. Ich habe unseren guten Gonner angewiesen, niemanden an die Kiste zu lassen, außer uns. Ah, das erklärt, warum er mich mit der Axt hauen wollte, als ich mir eine Orange nehmen wollte. Ja, habe ich vergessen euch. Das sollte ich ihm vielleicht auch noch sagen, dass er euch daran lassen darf. Nein. Bin froh, dass er euch die Axt nicht direkt in den Kopf geworfen hat. Jetzt ist mir der Appetit vergangen. Ihr wollt also in das Haus dieses Giftmischers einbrechen? Wart ihr denn im Haus selber? Nein. Wo wäre denn daran die Herausforderung? Nun ja, ihr wollt irgendwo einbrechen und kennt nicht einmal die Örtlichkeiten. Wie ich bereits sagte, wo wäre denn sonst die Herausforderung? Aber mir lasst das meine Sorge sein. Ich sehe euch schon wieder im örtlichen Gefängnis. Und dann habe ich euch als treuen Begleiter, der mich dort hinausboxt. Mal wieder. Was würde ich nun euch tun? Das hat beim letzten Mal ja wunderbar funktioniert. Und es hat uns ein sehr nettes Gespräch mit Obotok Zornbrecht eingebracht. Und ich bin mir sicher, dieses sehr nette Gespräch wird zum, wie auch immer der alte Zornbrecht noch gleich heißt, hinauffiltern. Nein, ich meinte das letzte Mal, als ihr wirklich im Gefängnis gesessen habt, in Mendena, wo wir eben nicht euch herausgeboxt haben, sondern ihr euren goldenen Arm verloren habt. Nun. Und wir euch dann im Heerlager von Xeran retten mussten. Ihr habt es euch dann noch zu Herzen genommen und habt dieses Mal schneller eingegriffen, nicht wahr? Das ist richtig. Also. Wie gesagt, ich werde mit Kanazetiana sprechen. Ich habe auch Mandragora besorgt. Ich hoffe, dass dies gegen Aldexen hilft. Er kann mir da aushelfen. Kanazetiana wird sich dazu auf dem Weg zum Schiff machen. Ich habe bei ihm
Getränke im Auftrag gegeben, von denen ihr mir erzählt habt. Und er sagte, es wird zwei Tage brauchen. Hallo, darf ich wieder reinkommen? Sicher doch. Ich dachte mir, wenn ich jetzt vielleicht bei der Besprechung oder sowas dabei sein sollte, man hat mir gar nicht gesagt, dass was ist. Oh, ich dachte, ihr hättet gesehen, wie die anderen an Deck kamen. Nicht so richtig. Wir sprachen gerade über Lucan Quesada? Verzeiht? Achso, ich dachte, ihr sprach gerade über Lucan Quesada. Wer ist das? Na, der blinde Schwertmeister. Oh, nein. Wir sprachen über Diamantes Kampfvorbereitungen. Ach so. Der Schwertmeister ist mir eine persönliche Faszination. Aber da hätten wir eine herausragende Aufgabe für euch. Vielleicht könntet ihr mit eurer Fähigkeit, mit eurer kommunikativen Art und mit eurem Geschick im Verhandeln dafür sorgen, dass Jalan eine Audienz bei diesem blinden Schwertmeister erhält. Was meint ihr? Wärt ihr dazu in der Lage? Ja, also nachfragen könnte ich sicherlich. Ich weiß jetzt nicht, wo sich Amira aufhält. Das ist zumindest das, was wir herausgefunden haben, aber da warst du ja dabei, Boltax. Also vielleicht nochmal für die anderen. Jalan interessiert sich für den blinden Schwertmeister, der ein Heiliger der Boronkirche ist, Lucan Quesada, der vom Patriarchen heilig gesprochen wurde oder so und jetzt mit der Tochter rumknutscht. Das summiert es ziemlich umfassend auf. Also nicht mit seiner eigenen Tochter, sondern mit der Tochter des Patriarchen. Ist das nicht eher was, wo Rafim vermitteln sollte als ich? Nun ja, aber Rafim scheint sich derzeit knietief entweder im Dschungel oder in den Eingeweiden von irgendwelchen unglücklichen Leuten zu stehen. Wir sind uns nicht ganz sicher. Er ist gegenwärtig unpässlich und wir dachten, ihr bringt die nötigen Kompetenzen mit. Vor allem, da ich selbst in der Boronkirche, sagen wir, wenig gelitten bin. Aufgrund einiger unglücklicher Missverständnisse der Vergangenheit. Ihr wisst schon, wie diese Südkulte so sind. Ja. So, soll ich mal alleine zum Silberberg laufen, oder wie? Nimm zwei Dukatengardisten mit. Vielleicht solltet ihr eine Nachricht aufsetzen und um ein Treffen beten. Mit Lucan Quesada oder mit dem Patriarchen? Natürlich mit Lucan. Ich denke nicht, dass der Patriarch sich herablässt, mit uns zu reden. Rumgeknutscht. Ich denke, das ist nicht die Art, wie man über einen Heiligen der Boronkirche und der Tochter des Patriarchen reden sollte. Nun, auch lebende Heilige haben es an sich, menschliche Züge zu haben, Diamantes. Lasst mich euch sagen, dass es so ist. Ja, stimmt. Den Heiligen, dem Jalan eine Zeit lang gefolgt ist, das war so ein wirrer alter Mann. Ich lasse euch gern wissen, dass ich ihm bis zum Ende gefolgt bin und er war nicht der, er war die Wahrheit manifest. Naja, und der andere... Also auf dem Perlenmarkt hat sich schon überzeugend angehört. Mit diesem, heiligen Mann. Und ich fürchte, ich kann seinen Glanz bis heute nicht in Worten akkurat darstellen. Man hätte ihn sehen müssen, um es zu verstehen. Wir haben ihn alle in gesehen. In jedem Fall ist er den Märtyrertod gestorben. Ja, das ist richtig. Er hat sich am Ende für die rechte Sache und den Kampf gegen einen Drachen entschieden. Das muss man ihm lassen. Die Besten holen sich die Götter nun mal zuerst. Und wir sind alles, was noch übrig ist. Ich wäre euch jedenfalls sehr dankbar, wenn ihr Vermittlungsversuche übernehmen könntet. Ich bin allerdings auch nicht übermäßig enttäuscht von euch, wenn es nicht funktioniert. Wir wissen ja, wer Landfahrer so sind. Ja, ich kann auf alle Fälle mal ein Schreiben aufsetzen und als Magistratin dann Erikum sprechen und für die Mondsilberne Drachentöter. Warum nicht? Hab Dank. Nun, wenn ihr uns beiräumen wollt, Diamantes war gerade dabei, uns zu berichten, wie die Vorbereitungen auf seinen Kampf so laufen. Ich dachte, dass ich bei Gelegenheit noch einige Stunden, vielleicht den Abend, im Chor-Tempel verbringe. Und der Chor-Tempel ist sicherlich eine gute Anlaufstelle, um das Gladiatorenhandwerk zu lernen. Rafim hat gesagt, dass er ein wenig mit mir trainiert, doch da ihn der Patriarch nun anberufen hat, wird er wohl relativ wenig Zeit für mich haben. Vielleicht wollt ihr mich begleiten zur Arena. Wir wollten uns diese eher anschauen. Und wenn sie mit dem, was die dort vorhaben, fertig sind, dann werfe ich da gerne einen Blick drauf. Oh, und ich fürchte, wir müssen heute auch noch unsere Vorlesungen halten. Ach ja, diese Eleven. Ich wüsste gerne noch, ob wir nun Diamantes Teilnahme verschleiern sollen oder ob ihr denkt, dass wir auch so genug Gäste anziehen werden. Warum tut ihr nicht, was ihr für richtig haltet?
Nun, ihr müsst Bescheid wissen, wir müssen uns einig sein, denn auch ihr kommt herum und sprecht mit Leuten. Wir haben es bislang, zumindest Bolters und ich, vermieden, das Thema anzusprechen. Ja, wir haben uns ganz gut darauf bedacht. Ich habe keine Zintianer und Spinnenbein in der Sache eingeweiht, aber dieser Knausel kommt wohl sowieso nicht aus seinem Kellergewölbe heraus. Da sollten wir uns also keine Sorgen machen. Ich finde es gut. Soll. Ja, aber mir? Ich fände es eine gute Sache, wenn wir nun ja unseren Champion präsentieren würden. Es geht, glaube ich, darum, vorher den Anschein zu machen, als wäre es jemand anders, sodass wir dann zur Überraschung aller Beteiligten Diamantes präsentieren können. Nun ja. Genau. Jalan, ihr habt doch zum Beispiel bei den Maraskanern gewisse Gerüchte in die Welt gesetzt. Vielleicht könntet ihr nun ja widersprüchliche Informationen in die Welt setzen. Oh, ich weiß nicht, wie ich mich dabei fühle, unwahre Dinge im Klatsch zu verbreiten. Natürlich, dafür seid ihr sicherlich nicht der Richtige. Ich hatte auch dran gedacht, den Gerüchten nachzugehen, dass sich der Freibeuterkapitän Lolonna in der Stadt befindet. Jedoch hätte ich dafür auch gerne Rafim an meiner Seite, da uns die Schlacht am Afrigaios verbindet. Vermutlich läuft... Bitte nach euch. Vermutlich läuft er euch nicht weg. Vielleicht unternehmt ihr das nach eurem Kampf. Und wann auch immer Rafim ist, benötigt er sich aus dem Dschungel wieder zurückzuquemmen. Ist er denn eigentlich wirklich im Dschungel? Oder ich ist das bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich habe versucht nachzufragen. Einer hat gesagt, er wäre in den Dschungel. Jemand anders sagte, er hätte ihn in den Schlund laufen sehen. Ich bin nicht sicher. Der Klatsch ist sich uneins. Ich verstehe. Steht noch zu klären, ob wir uns wirklich mit diesem Daigon Lolonna verbünden wollen. Er ist ein übler Pirat. Was genau wissen wir denn über ihn? Denn üble Piraten sind wir. Wenn man zum Beispiel in Perikum an die Wände schaut, auch. Naja, manche von euch. Wir wissen, dass das Imperium ihnen einen Kaperbrief ausgestellt hat. Wir wissen, dass er die treibende Kraft war, dass die größte Flotte, der Großteil der Flotte des Imperiums überhaupt noch steht. Dass viele gute Al'Anfana und darunter ich und möglicherweise auch Rafim die Schlacht von Frigaris überhaupt überlebt haben. Es bleiben immer noch Piraten. Der bunte Schlange sind auch Piraten. Übelste Halsschlitzer. So wie ich das aber sehe, habe mir. Scheint diesem Lolonna ein gewisses Maß an, sagen wir, Loyalität zu seiner Heimat innezuwohnen. Wenn wir ihn also davon überzeugen könnten, dass dies zum Wohle aller Anfass ist, sollten wir uns vermutlich dann auch seiner Loyalität sicher sein können. Was weiß man über seine Göttertreue? Oder meinetwegen Boron-Treue? Das würde mir vielleicht schon genügen. Er ist Pirat, was erwartet ihr? Dazu kann ich euch nichts sagen. Ich hatte das Vergnügen. Es gibt Piraten, die tief effortgläubig sind. Das ist nicht unbedingt ein Widerspruch. Piraten kann man nicht trauen. Sie haben ihre einzige Loyalität gilt ihrem Geld. Nun, mir wäre wohler dabei, wenn er zumindest, nun ja, im Kampf gegen die Dämonen auf der richtigen Seite stünde. Warum findet ihr es nicht heraus? Es werden sich sicherlich genug Gerüchte aufschnappen lassen, wenn ihr ein wenig durch den Hafen zieht und dann ein paar Biere mit euch herumtragt. Ich denke, wir sollten uns auf jeden Fall ein Bild von ihm machen. Also, wenn ihr ihn auftreiben könnt, Diamantes, dann denke ich, wäre das sicher nicht verkehrt. Dennoch sollten wir damit vermutlich bis nach dem Kampf warten. Ja, das denke ich auch. Hervorragend. Dann wollen wir zur Akademie aufbrechen. Ja, das können wir machen. Wir kommen ja ohnehin am Kolosseum vorbei, nicht wahr? So in etwa, ja. Okay, dann könnt ihr aufbrechen. Und gemeinsam wieder die wenigen Meter von eurer Mondsabenden-Drachentöter zur Arena, der Baal-Honag-Arena, gehen. Die ist geschlossen. Umbauarbeiten könnt ihr hier natürlich erkennen. Die Rohre sind wohl mittlerweile von draußen wieder abtransportiert worden. Von denen seht ihr nichts. Aber ihr könnt noch Sand erkennen. Neuer Sand, der aufgeschüttet worden ist. Vor allem wohl eher Erde, würdet ihr meinen.
und einige Pflanzensetzlinge, die Boltax erkennen kann. Welche Pflanzen sind das denn? Palmen. Ah, okay. Also Dschungelpalmen und Sumpfgewächse. Alles klar. Kann man unter dem Sand irgendwelche Strukturen erkennen? Oder dass da drunter in den Sand noch irgendwas... Also von draußen nicht, das sind einfach nur aufgeschüttete Hügel. Die fahren da gerade mit irgendwelchen Transportmöglichkeiten von draußen den Hügeln rein in die Arena und bringen dann den Sand dahin, irgendwie über die Erde. Kann ich eine Probe auf Bergbau würfeln, um zu gucken, ob etwas unter der Arena, also unter der Kampffläche direkt verbaut worden ist? Kannst du machen. Also ob es irgendwie Obsidiangestein vom Vulkan ist oder sowas? Ja. Also ist es nicht. Du kannst aber davon ausgehen, dass der Arena-Boden so oder so schon ausgehoben worden ist und da ein gewaltiger Moloch noch drunter sitzt mit mindestens einem oder zwei Stockwerken. Unter der Arena mindestens ein oder zwei Stockwerke. Ausgehobener Boden. Hier ist viel möglich. Vielleicht Verbindungsgänge, um die Toten oder die Arena-Kämpfer nach oben zu transportieren, vielleicht? Jolgomak, konnte die Arena angeblich unter Wasser gesetzt werden. Ich bin mir allerdings auch sicher, dass dort ein großes Maß an Beschwörungen am Werk war. Wir sollten uns nach den Regeln des Kampfes erkundigen. Stellt euch doch einmal vor, die Echse kämpft in heimischem Territorium, in einer Sumpflandschaft. Die Palmen und die Pflanzen weisen zumindest darauf hin. Das würde gewisse Probleme für einen nicht-exischen Kämpfer bereithalten. Dafür muss Zornbrecht bestimmt ein Spektakel bieten. Tief in die Tasche gegriffen haben, um seinem Champion hier die bestmöglichsten Bedingungen zu schaffen. Nun, was auf der einen Seite für die Echse sprechen kann, kann auf der anderen Seite auch gegen sie verwendet werden. Nun, vielleicht versperren die Palmen ein wenig die Sicht, wenn sie tatsächlich einen Sumpf nachbilden wollen. Nun, ich denke, das dient eher nur dem Zierrat. Ich glaube nicht, dass die Echse einen getürkten Kampf braucht. Nein, aber einen Kampf, bei dem es zu ihren Gunsten steht? Allein durch die Umgebung? Nun ja, die Palmen stehen weit genug auseinander. Das sollte keinen Kämpfer behindern. Es geht mir auch eher um den Untergrund. Wenn dort ein Sumpf nachgebildet wird, mit ein wenig Treibsand und einigen Sumpflöchern und ein bisschen Wasser, ja, vielleicht sogar etwas, das knöchelhoch steht, das kann jemanden schon irritieren. Das könnte möglich sein. Wir sollten uns erstmal nach den Kampfbedingungen erkundigen. Suchen wir den Arenameister?